Hallo und herzlich willkommen bei The Most Awesome Things Ever. Wir starten direkt durch, weil es hier eine kleine schnelle Runde werden soll und sagen... Let's do this. Und damit starten wir auch schon in den Kampf. Und der Kampf ist die Transformers gegen diese Pizza Cats, die wir schon mal hatten, für die Leute, die das schon mal gesehen haben. Und ich glaube, dass ich die Transformers dann doch schon eher gesehen habe. Ich fand die Serie nie so toll, aber... Immerhin habe ich sie gesehen, von daher muss ich das leider nehmen. Ich denke, dass die Pizzakatzen bestimmt auch ziemlich cool sind, aber es wird denn hier auf jeden Fall doch... Oh, guck mal hier. Bierpong, das ist cool. Aber wie gesagt, ich denke mal, es werden die Transformers. Und hier ist es auf jeden Fall Bierpong, weil Bierpong macht einfach total Spaß. Okay, das Bild sieht nicht unbedingt nach Spaß aus, aber wenn man zum Beispiel... in einer Party macht oder so, oder bei einer Party, ist das auf jeden Fall ein ziemlich geeigneter Gag, von daher auf jeden Fall Bierpong. Nimmst du's? Okay, hast du genommen, so ist fein. Und als nächstes haben wir Barbecue-Soße gegen Ginger. Sehr, sehr witzig, dass es kommt, ehrlich gesagt. Da muss ich jetzt doch mal ein bisschen ausholen. Denn der Grund, warum das hier eine etwas schnellere Folge wird, ist Ginger. Ja, im Großen und Ganzen Verwirrtheit, ja. Wir haben seit vorgestern einen Welpen namens Ginger, von daher ziemlich witzig, dass es kommt. Und genau deshalb, ich bin auch gerade erst aufgestanden und muss jetzt irgendwie diese Sendung hier, also diese Folge hier vorproduzieren, beziehungsweise direkt produzieren. Vorproduzieren ging leider nicht, weil ich da die Zeit einfach nicht zu gefunden habe. Und aus diesem Grund, aber wirklich nur aus diesem Grund, werden wir hier auch Ginger nehmen, weil ich kam einfach... nicht wirklich zum Schlafen, nicht wirklich zum Aufnehmen und von daher ist das eigentlich total passend, dass es gerade passiert, weil eigentlich wollte ich es gar nicht ansprechen, aber ja. Ginger, du bist dran. So, go. Also deshalb verzeihen wir auch eventuell, wenn ich ein bisschen brainfucked bin, aber das ist halt gerade so. Und hier weiß ich bei beiden nicht, was es ist, wobei ich mir vorstellen könnte, dass das hier dieses die Kunst des Schnibbelns ist, während andere Leute zusehen. Kann das sein? So, ich frag mal kurz das schlaue Internet, also das Neuland für uns alle. Okay, das ist anscheinend so eine Restaurantkette, würde ich mal sagen, oder? Ich denke doch. So, sorry für den kleinen Cut. Irgendjemand wollte hier unbedingt vors Auto springen oder sonst irgendwas und dementsprechend hat da jetzt gerade jemand den Notarzt gerufen, was nicht ganz so geil hier wäre für diese Aufnahme. Von daher habe ich mir die Freiheit genommen und schon mal hier diesen Chris Pine oder Pine herausgesucht. Und eine Pine ist es wirklich, denn für seine Rolle ist er bekannt als James T. Oh, jetzt wo du es sagst, ist das Kirk? Aber doch nicht der Alte. Nee. Das glaube ich dir nicht. Von Star Trek? Ach, komm schon. Lüg mich nie an. Das ist aber nicht der Captain Kirk, oder? Naja. Ich nehme den einfach mal, weil Star Trek so schlecht war es dann doch nicht, finde ich. Also ist ein bisschen nerdig ist es auf jeden Fall, aber ja. Deshalb bin ich im Internet und mache gerade Videos. Also da ist schon was dran. Baby-Elefanten gegen alte Menschen. Wobei Gene Hackman, ne? Oh, fuck. Trotzdem, die Baby-Elefanten müssen wir machen, Gene Hackman. Naja, ist egal. Wir müssen das durchziehen, weil Elefanten, so viel davon gibt's auch nicht mehr. Und wenn es dann Babys gibt, dann sollte man die auch hochvoten. Rainbow Sprinkles, diese hier. Diese, wie heißen denn die auf Deutsch? Das sind zum Beispiel diese, wie heißen die? Heißen Zucker? Nee. Auf jeden Fall nehme ich die. Das ist es, das kann man hier auf Eis machen, das kann man aber auch auf Donuts machen und sowas. Ich weiß leider den deutschen Namen gerade nicht, aber die Dinger habe ich als Kind so gefressen. Und wir haben hier den Cheeseburger gegen Ho-Has. Sieht aus wie ein Eis oder ein Kuchen. Nee, sieht aus wie ein gefrorener Kuchen, oder? Komm, wir gucken mal. Okay. Gut, eine gefrorene... Kuchencreme. Also, ja. Vom Cheeseburger, den esse ich mittlerweile sowieso nicht, weil die einen oder anderen werden es schon gehört haben. So Fleisch eher weniger, bis gar nicht. Ist ganz cool und auch eher vegan als veganer. Von daher glaube ich, dass ich die Dinge hier auch ein bisschen besser vertragen werde, weil immer, auch in der
In der Vergangenheit, wenn ich hier Cheeseburger gegessen habe, mir war immer so komisch schlecht dabei. Ich weiß auch nicht. Es ist mir immer direkt auf den Magen geschlagen. Ich weiß auch nicht, die Dinger sind so fett. Okay, man muss auch mal sagen, ich habe mir auch immer direkt 5 gegönnt. Naja, 5 ist übertrieben, aber ich denke mal so, 2 bis 3 werden es immer gewesen sein, wenn wir bei McDonald's mal bei einer Burgerkette fressen waren. So, keine Ahnung, was das hier ist, sieht aber ziemlich interessant aus und das, Cheese überbackener Käse, eventuell. Finde ich ziemlich geil, wenn das überbackener Käse ist, aber ich werde nochmal ganz kurz gucken, was das hier sein könnte. Was es auch ist, ist anscheinend irgendwas, was aus Ei gemacht wird, sehe ich hier gerade. Food Science. Werde ich nicht ganz schlau draus, aber es soll wohl eine chemische Transfusion. Werde ich nicht schlau draus und wir wollen das hier auch ein bisschen kürzer halten, da auch Leute gesagt haben, es ist viel zu lang. Und eventuell habt ihr sogar recht. Ich habe gedacht, ich mache das ein bisschen länger als normale Folgen, weil das ist ja immerhin nur einmal. Allerdings. Moment. Soll ich schon mal was nehmen, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, was ist denn der Unterschied zwischen einer Train und einer Air Train? Doch, Air Train sagt mir sogar was, aber ich komme jetzt nicht drauf. Okay, es ist glaube ich nur die. Ja, okay. Die kann ich nicht so wirklich leiden, also werden wir mal hier ganz schnell den Airtrain nehmen und von daher, was ich sagen wollte, ich werde jetzt auch wirklich gucken, dass ich das immer noch ein Stückchen kürzer halte, als es sowieso schon war, beziehungsweise als es eben nicht war, Craig Meyer, Gigili Gigili. Weil ich fand zum Beispiel bei der vorherigen Folge, die war eigentlich ziemlich geil und wenn dann Leute halt irgendwann in der Mitte Lust verlieren und dann die Sachen am Ende nicht mehr sehen, die wirklich irgendwie, die haben mich richtig, weiß ich auch nicht, die fand ich so im Nachhinein fand ich die richtig geil irgendwie. Von daher fände ich schade, wenn dann Leute sich die Mühe machen oder das vielleicht aus Interesse gucken und dann nicht bis Ende gucken und dann vielleicht den besten Teil verpassen. Von daher, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und hier habe ich überhaupt keine Ahnung. Das ist irgendeine Limo, die hatten wir schon mal und das ist eine Sitcom. Okay. Sitcoms sind sowieso nicht so mein Ding, also die wenigsten mag ich, dann würde ich glaube ich lieber das hier trinken, bevor ich mir die Sitcom reinziehe. Vor allen Dingen ist die wahrscheinlich auch auf Englisch oder sonst irgendwas und zumindest heute habe ich überhaupt keinen Bock irgendwie denken zu müssen. Ich bin heute so brainfucked sowieso, von daher. Remote Control MTV Show gegen. Der interessanteste Mann der Welt, das bin doch ich, oder? Haben sie das falsche Bild reingemacht? Naja, ist egal. Wir nehmen dann trotzdem mal mich und damit geht's auch schon weiter. 2 Dollar Schein gegen. Ich nehme mal an, hier sind diese. Ach, kommt schon, diese Dudelsäcke gemeint. Und ich finde die ziemlich cool. Und auch in der Hochwertung, also in der Hochrechnung, sind die wahrscheinlich sogar teurer. Von daher fliegt das schon mal ganz raus. Dudelsäcke. Zum Beispiel die Band In Extremo arbeitet ja viel mit auch selbstgemachten Dudelsäcken. Es ist extrem geil. Wenn ihr die nicht kennt und ein bisschen auf Mittelalter steht, dann schaut doch mal vorbei. Aber ich denke mal, wer kennt In Extremo nicht? Wenn du In Extremo nicht vorher kanntest oder wenn du es kanntest, je nachdem, dann schreib es mir bitte mal unten rein. Das würde mich, also ich würde sagen, jeder im Internet oder jeder, der sich für Let's Plays interessiert, kennt auch zwangsläufig In Extremo. Ich möchte diese Theorie einfach mal aufstellen, um mich jetzt nicht weiter vor dieser Frage hier zu drücken. Bei beidem habe ich keine Ahnung, dass hier könnte ein Charakter in einer TV-Show sein. Wird es auch wahrscheinlich sein, wir gucken mal. Anscheinend sogar die Hauptrolle. Ist eine Sitcom wieder, okay. Sitcom, das Thema hatten wir ja durch. Ich mache hier mal schnell zu. Ach genau, hier hätten wir das Eis. Und hier haben wir bitte was? Ist eine Kaffeesorte, okay. Und ich würde auch sagen, da ich den auch irgendwie nicht sonderlich sympathisch finde, der sieht so aus wie dieses 0815 Sitcom-Gedüdel. Das mag ich sowieso nicht so wirklich. Also ich finde sowas wie, momentan ist hier dieses Dingens Girl, New Girl, das finde ich momentan ziemlich cool. Und das ist auch eine ganz andere Art irgendwie. Ich finde, ich kann nichts über diese Sendung sagen, aber die sieht mir so aus, als wäre das so ein 0815-Ding. Und Kaffee werde ich mir sowieso gleich gönnen, von daher nehmen wir das auch schon mal jetzt. Ja, und damit geht es auch schon weiter. Wie heißen sie nochmal auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Gegen Flashmobs.
Was hier auf dem Bild zu sehen ist, ist meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Flat. Okay, sie machen alle dasselbe, aber das sind doch diese Kissenschlachten, glaube ich, die hier abgebildet sind. Der eine gute Mann hier, der Dreads. Und ich überlege mir gerade, also ich hatte selber mal Dreads. Und okay, meine waren gepflegt, aber ich habe auch schon ungepflegte gesehen. Und ich würde nicht mit meinem Kissen auf seine Dreads draufschlagen und hinterher in Ruhe drauf schlafen können. Von daher nehmen wir hier die Chip und Chap. Sie als Chip und Dale. Ah, naja. Bei uns in Deutschland Chip und Chap, glaube ich, war es. Das sind diese Eichhörnchen oder diese Streifenhörnchen waren es genau. Big Birds, okay. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo die Währung herkommt. Moment, wir gucken mal schnell, aber okay. So ein US-Ding anscheinend. Haben wir uns mal wieder ein bisschen. Oder? Nee, komm, wir nehmen große Vögel. Auf jeden Fall. Weil es steht hier nur große Vögel. Und große Vögel können ja zum Beispiel auch Adler sein oder was weiß ich. Und die sind eigentlich ganz cool. Jetzt diesen komischen Sesamstraßentyp, den konnte ich noch nie wirklich leiden. Weiß auch den Namen gerade nicht, aber generell. Mathematik fällt bei mir total weg. Ich bin sowas von schlecht. Von daher werden wir diesen Landstrich hier nehmen oder diese Stadt oder diese Behausung. Ich weiß es nicht genau. Es wird auch ein Geheimnis bleiben, weil wir noch ein bisschen vorankommen wollen. Und damit geht es auch schon weiter. Glurak gegen gegrillte. Hatten wir auf jeden Fall schon mal. Ist bestimmt irgend so ein Chicken-Ding. Natürlich Glurak, denn ohne Glurak würden die hier wahrscheinlich nicht so gut aussehen. Von daher, Glurak, du bist dran. Und Glurak hat auch ziemlich gut abgeschnitten nebenbei, also so im Gesamtverhältnis. Hier diese Feuerschleifen, die man machen kann gegen. Das hier, lebt das? Das sieht ja extrem. Oh. Ist das geil? Guck mal, ist das geil? Kann ich hier draufklicken? Seht ihr da? Das ist ja mal geil. Also das Vieh ist ein richtiger Anwärter auf das hübscheste Vieh dieses Jahres, oder? Ich kannte das noch gar nicht. Ich werde mal googeln, wie das auf Deutsch heißt. Eventuell kann man sich ja sowas kaufen sogar oder so. Wobei ich glaube, in der Wildnis ist es besser aufgehoben, dieser Blue Sea Slug. Whatever, wir nehmen es auf einmal. Das ist ja mal ein geiles Ding. Es sieht ein bisschen aus wie ein Symbiont oder so, ne? Oder irgendwas, was bei Resident Evil rumkrabbeln könnte. So ein Licker. Also so eine Art zumindest. Wayne? Wayne ist Wayne. Wayne sieht aus wie der typische Freiheitsrechtler oder zumindest, ja, du sprichst irgendwas Alpha. Sag mir gar nichts. So. Oder bist du ein Hip-Hopper? Es kann natürlich auch sein. Okay, du bist ein Comedian, okay. Naja, nö. Paragliding. Ja, Paragliding auf jeden Fall besser als dieses komische Base-Jumping, was wir auch schon mal hatten. Und Paragliding, das würde ich sogar eher machen als Base-Jumping. Weil ich finde, da sind die Chancen, dass man runterkommt, doch ein bisschen größer. Also ich meine, runterkommt man immer, aber dass man heile runterkommt. Diese Fressboxen aus China wahrscheinlich. Hatten wir neulich nicht aus China, sondern aus Rewe und nicht mit Bento, sondern mit Sushi vorne dran. War relativ lecker, kann man mal machen, wobei es natürlich nichts gegen das Original ist. Hatten wir nämlich auch schon mal angesprochen. Wir waren nämlich auch mal jetzt in so einem Mongolen-Restaurant, aber es hat mir schon mal angesprochen. Auf jeden Fall das nochmal um Klassen besser, aber ich meine, das vom Rewe oder auch von anderen Märkten natürlich gibt es bestimmt auch. Schmeckt auch mal ganz gut. Hier, das dreht sich wahrscheinlich hier um diese Riesenbrücke und das hier ist auf jeden Fall ein großes Stück Land hier mit einer Aussichtsplattform und das ist ja, also man muss, egal was der Mensch bauen kann, die Natur übertrifft es einfach immer wieder. Von daher boten wir hier die Natur hoch, die leider mal gar nicht so gut abgeschnitten hat in der Gesamtwertung. Tank Girl gegen Smoking Cigarettes. Ich kann den Geruch mittlerweile überhaupt nicht mehr leiden, seit ich aufgehört habe zu rauchen. Von daher geh mir weg mit diesem Kack. Wir nehmen Tank Girl, whatever it is. I don't Knopf, you don't Knopf, we are don't Knopfs. Phantom of the Opera gegen Cheeto Dust. Phantom of the Opera.
beziehungsweise Phantom der Oper. Damit ich mich hier nicht ganz zum Blödaffen machen, bleibe ich hier bei der deutschen Aussprache und ich... Das ist auch ganz lecker, allerdings allein der Soundtrack, wir, beziehungsweise meine Eltern hatten das früher als CD, da waren diese ganzen Lieder drauf und das habe ich auch ganz gern gehört. Hier, Medium-TV-Serie ging eigentlich, ich fand das jetzt nicht so geil, aber ging eigentlich. Und hier haben wir irgendwas. Ich werde, warte, was haben wir denn da eigentlich? Und ich höre, glaube ich, gerade das... Dass der Hund wiederkommt, oder? Galaxy Quest! Ach, siehste! Stand das da? Bin ich so blöd? Nee. Galaxy Quest ist mir sogar ein Begriff. War ganz cool, von daher nehmen wir das und damit würde ich auch diese heutige Folge erstmal beenden. Ist ein bisschen kürzer, also bis dann schon ein schönes Restwochenende noch. So, nimm das. Okay, perfekt. So, jetzt aber.